Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden am 21. April durch Landrat Clemens Körner und den Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Peter Traub, 11 neue Seniorensicherheitsberater in ihren ehrenamtlichen Dienst aufgenommen. Gudrun Becker und Axel Becker aus Böhl-Egelheim, Elke Becker aus Waldsee, Elfriede Benedix aus Otterstadt, Karl-Heinz Hasenstab aus Böhl-Egelheim, Peter Imo aus Schifferstadt, Horst Ketzer aus Mannheim, Günther Neudeck aus Schifferstadt, Brigitte Scheib aus Ludwigshafen, Manfred Scheib aus Ludwigshafen und Joachim Witter aus Lamsheim erhielten im Anschluss an die Fortbildungsveranstaltung ihre Urkunden und werden zukünftig als Bindeglied zwischen Polizei, dem Rhein-Pfalz-Kreis und älteren Menschen fungieren. Seit 2007 wurden vom Fachbereich Zentrale Prävention beim Polizeipräsidium Rhein-Pfalz über 300 Senioren-Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater ausgebildet. Das Projekt Senioren-Sicherheitsberater basiert auf dem Gedanken, dass ältere Menschen als Sicherheitsberater die eigene Generation besser erreichen. Ziel ist vor allem die Prävention von Betrug und Kriminalität gegen Senioren. Ja, es ist eine Sache der Prävention. Das heißt also, sehr viele Seniorinnen und Senioren haben ja subjektiv momentan ein Gefühl der Angst. Die bleiben dann zu Hause, weil sie dann nicht mehr abends rausgehen wollen. Auch im Internet gibt es also immer mehr Probleme, dass die Senioren für Kriminelle ein Anführungszeichen sehr lukrative Bevölkerungsgruppe darstellen. Und da einfach zu sagen, Leute auszubilden, die den Senioren hier helfen und sie beraten, damit sie eigentlich auch sich mit solchen Dingen dann auch besser auseinandersetzen können und vielleicht auch, dass die Angst ein wenig dann relativiert werden kann. Ein Sicherheitsberater, speziell ist für Senioren eigentlich da, soll ein Bindeglied sein zwischen Senioren und auch der Polizei, soll dann in Zusammenarbeit mit der Polizei Informationen an die Senioren weitergeben. Wie verhalte ich mich richtig im täglichen Ablauf? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich mich vor Schäden bewahren durch Dritte? Ja, ich würde als Beispiel vielleicht die nächste Aktion, die ansteht. Im Mai wird im Einkaufsbereich in Unkersheim informiert über sicheres Einkaufen, also über die Aspekte, wie soll ich denn meine Tasche tragen, was soll ich beachten, wenn ich vermeiden will, dass mir der Geldbeutel entwendet wird. Also das wäre so ein typischer Bereich, wo eben auch Senioren häufiger auch Opfer werden von Tätern. Das Weitere ist natürlich dieser typische Begehungsweise des Enkeltricks, wo Leute bei älteren Menschen anrufen und vorgeben, Verwandte zu sein. Also auch da gibt es Aufklärungsmöglichkeiten. Und das große Thema Einbruch ist sicher etwas, wo man auch über diese Türöffner, die wir jetzt gewonnen haben, durch die Sicherheitsberater der Senioren versuchen, noch mehr und noch besser aufklären zu können.